Sozialhilfegesetz vom Kanton Basel-Landschaft muss in einer Teilrevision unterzogen werden. Wir haben mehrere Vorstösse, die im Parlament überwiesen worden sind. Der wichtigste und bekannteste davon ist die sogenannte Motion Riebli. Wir werden alle diese Vorstösse mit Augenmassen umsetzen. Und damit kann ich jetzt schon sagen, es wird keine pauschalen Kürzungen um 30% geben, wie das immer wieder kolportiert worden ist. Wir arbeiten mit Augenmass dran, aber auch wichtig für uns, kostenneutral. Der Kanton Basel-Landschaft bekommt eine neue moderne Sozialhilfe. Das heisst, wir stellen noch mehr das Individuum ins Zentrum von unserem Denken und von unserem Handeln stellen. Wir wissen, die ersten zwei Jahre, das sind die wichtigsten, weil dort entscheidet sich, kann man jemanden in den ersten Arbeitsmarkt wieder reintegrieren oder nicht. Die Chancen dort sind die besten in den ersten zwei Jahren. Und darum setzen wir auch Anreize, dass sich die Leute erfolgreich bemühen, in den ersten Arbeitsmarkt wieder zurückzukommen. Auch der Kanton Basel-Landschaft übernimmt mehr Verantwortung. Wir schaffen ein sogenanntes kantonales Assessment Center. Das Ziel dieses Assessment Center ist, dass wir die Betroffenen schneller in den ersten Arbeitsmarkt wieder integrieren und gleichzeitig die Kooperation, insbesondere zwischen den Gemeinden und dem RAF, verbessern. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir haben ein gutes und ausgewogenes Paket geschnürt. Wir werden in Zukunft Sozialhilfe haben, die zeitgemäss ist und den aktuellen Interessen von allen dort gerecht werden. Wir haben einen Fokus ganz klar gelegt auf die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Wenn uns das gelingt, dann haben wir einen grossen Wurf. Und ich denke, auch das ist alles machbar, kostenneutral für den Kanton und auch für die Gemeinden.